Ich will nicht so weit gehen, dass jetzt nur Schalker-Fans in Deutschland an den Fernsehern sitzen. Aber doch sehr viele, nehme ich an. Anderbrügge gegen Paljuka. Ja! 1-0 Schalke. Das war der alte Ingo. Ein Knallbonbon gegen Paljuka. Jetzt kommt Zamorano. Zamorano gegen Lima. Gehalten! Jens Lehmann gehalten gegen Zamorano. Super, die richtige Ecke geahnt, die linke von Lehmann ausgesehen. Toll gemacht, Jens Lehmann. Olaf Thon. Tja, damals ein paar Kilometer weiter in Turin, Halbfinale gegen England. Da hat er einen reingemacht, der Olaf. Jetzt gegen Paljuka. Drin das Ding. 2-0 Schalke. Mein Gott, wir können ja noch bis 5 zählen. Hüb Stevens schreibt sauber mit. Djorkaeff. Djorkaeff. Mach's noch einmal, Jens. Flieg noch einmal, Junge, ins richtige Eck. Jens Lehmann. Kauert. Die Arme breit. Ah! Wieder lag er richtig. Aber diesmal zu platziert und zu wuchtig von Djorkaeff. 2-1 Schalke. Martin Max. Das ist eine Art Premiere. Der hat in der Bundesliga überhaupt noch keinen geschossen für den FC Schalke 04. Martin, der Junge aus Recklinghausen. 3-1 Schalke. Paljuka im falschen Eck. Und Jüri, der Stimmungsmacher unter den Spielerfrauen. Das läuft prächtig, denn jetzt kommt Aaron Winter. Ich will es nicht beschreien, aber der ist nicht gut drauf, der hat keine Form. Aaron Winter gegen Lehmann. Bleibt ganz cool, Junge Jens. Ganz cool. Der Student der Betriebswirtschaft, Jens. Vorbei, vorbei, die Chance für den FC Schalke 04. Aaron Winter, zulässig angetrabt. Hier noch einmal. Vorbeigezogen mit dem rechten Innenrist. Einer muss noch, Wilmots kommt jetzt. Und das drückt, das drückt, das drückt auf den Schultern. Von Roy Hodgson. Denn das Ding und der FC Schalke hat es. Der FC Schalke ist Sieger im UEFA-Pokal 1996-97. Im Elfmeterschießen, liebe Zuschauer. Ich darf mich jetzt nicht selber übertreiben. Es ist ein unglaublicher Augenblick. 85 Minuten lang hatte es die Mannschaft hier in der Hand. Dann dieses Tor von Zamorano. Man musste sich durch die Verlängerung quälen. Und jetzt hier unsägliche Jubel unten bei den Schalkern und auf der Schalker Tribüne. Ich möchte jetzt gerne wissen, was los ist im Parkstadion. In den Wohnzimmern, überall in Deutschland, wo sie sich umarmen. Der FC Schalke hat es gepackt. Er ist die fünfte deutsche Mannschaft, die diesen Pokal gewonnen hat, nach Borussia Mönchengladbach, die es zweimal geschafft haben, nach Frankfurt, nach Leverkusen, nach den Bayern. Also ein Doppelschlag, letztes Jahr die Bayern und dieses Jahr der FC Schalke 04. Der größte Triumph ist perfekt in
der Vereinsgeschichte des FC Schalke. Vier Nackermänner sind im Finale, hatte Jens Lehmann nach dem Teneriffa-Spiel gesagt. Und jetzt sind sie durch. Jetzt haben sie den Pott. Jetzt haben sie endgültig beide Hände dran. Unglaubliche Bilder hier auf der Schalker Tribüne, die sich abspielen. Jubel bei den Schalker Fans. Und ich, liebe Zuschauer, ich muss mich jetzt halt mal ein bisschen einkriegen. Da hatten wir gerade nochmal den letzten verwandelten Strafstoß von Marc Wilbots. Rudi Assauer, der diesen Erfolg geschmiedet hat, der diese Mannschaft zusammengeschmiedet hat, der den Verein herausgeholt hat aus dem Sumpf. Die vergebene Chance noch einmal von Zamorano. Jens Lehmann, der Held aus dem Giuseppe Meazza Stadion. Und da gehen sie hoch wie Knallfrösche auf der Schalker Bank. Unglaubliche Bilder, liebe Zuschauer. Ich muss das für mich jetzt erstmal verarbeiten. Ich ziehe mich jetzt ganz ruhig in mich zurück und sage bis gleich. Das ist die Vollendung eines kleinen Fußballwunders, liebe Zuschauer in Deutschland. Der FC Schalke 04 mit der Siegermedaille am Hals. Und hier der Pokal. Lennart Johansson, der Präsident der UEFA, überreicht ihn an den Kapitän, an den stolzen Kapitän Olaf Thon. Der größte Erfolg in der Schalker Vereinsgeschichte ist perfekt. Und es ist der Beweis, dass eine Mannschaft nur aus mannschaftlicher Geschlossenheit, mit Disziplin, ohne Stars, etwas Großes erreichen kann. Eine Mannschaft ohne große Namen, ohne große Einzelkönner. Ein wunderbares Ereignis. Sie haben es verdient. Martin Max, Johan de Kock, der fröhliche Holländer, der jetzt in Dorsten wohnt, und auch Juri Mölder hat seinen gerüttelten Anteil. Flori Simon, gerade der Zeugwart, zu Tränen gerührt, und die Schalker Fans auf der Tribüne. Andi Müller, der 34-Jährige, der immer jünger wird in dieser Mannschaft, an der Brügge. Eine Mannschaft, die so viel Herz gezeigt hat in diesem Wettbewerb. Wenn ich an den Mike Büskens denke, der hatte ein tolles Angebot vom VfB Stuttgart. Und dann war er oben beim Manager Rudi Assauer und hat es einfach nicht fertiggebracht, ihm zu sagen, dass ich gehe, weil er von innen her ein Schalker ist. Ich gestehe ganz offen, liebe Zuschauer in Deutschland, ich empfinde hier oben auf meinem Sprecherplatz eine tiefe innere Freude. Ich weiß es. Es ist leicht, im Erfolg zu jubeln. Man braucht nur die Arme hochzunehmen und Hurra zu schreien. Aber die da unten, die haben es jetzt verdient, dass sie diesen Moment auskosten, dass sie ihn ausleben, dass sie eine zünftige Feier machen, die ihren Erfolg